Ich darf begrüßen ganz besonders den Staatssekretär, ich nenne jetzt einfach mal das Kultusministerium, Herrn Michael Ebling, herzlich willkommen. Frau Dr. Perrier, Leiterin des Künstlerhauses Schloss Balmoral, herzlich willkommen. Und den heutigen Kurator, nicht nur den heutigen, den kennen wir ja schon ein bisschen länger, Herr Justus Jonas, herzlich willkommen. Ich darf dann jemanden noch begrüßen, der den heutigen Abend sehr entspannt, ganz ruhig, tief durchatmen gehen wird, die Chefin der Kunsthalle, die keine große Rolle heute Abend spielen wird, Frau De Ligt, herzlich willkommen trotzdem. Ja, meine Damen und Herren, wir freuen uns zum dritten Mal, die Balmoral- und Landesstipendiaten unter kuratorischen Führung von Herrn Dr. Jonas in der Kunsthalle Mainz begrüßen zu können. Die Ausstellungsreihe, man kann es jetzt schon sagen, Kilometer 500, spiegelt vor allem die Kooperation der drei Partner, Stadtwerke, Stadt, Land, hinsichtlich der Stiftung Kunsthalle Mainz wieder. Gezeigt werden 45 Einzelarbeiten und Werkkomplexe von Künstlerinnen und Künstlern aus verschiedenen Bereichen. Werde ich nicht sagen, sonst kreuze ich wahrscheinlich auch gleich die Rede des Herrn Staatssekretärs und des Herrn Kurator. Meine sehr verehrten Damen, meine sehr verehrten Herren, liebe Anwesende, natürlich liebe Stipendiatinnen, liebe Stipendiaten an allererster Stelle genannt. Seien Sie herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank, Herr Höhn, für die freundlichen Begrüßungsworte. Ich habe vor lauter Schreck, weil Sie so Dinge auf den Zetteln stehen haben, von denen Sie jetzt gar nicht wussten, wie Sie sie einordnen können, nochmal schnell meine Zettel durchsucht, da auch irgendwelche versteckten Botschaften sich darauf befinden, wie Weihnachtsbäume, Adventskränze oder Ähnliches, aber habe keine gefunden. Insofern verstehen Sie es als das, was es gemeint ist, nämlich als eine Begrüßung, aber natürlich auch als ein Grußwort, aber auch als einige Worte der Anerkennung und des Dankes an all die Beteiligten, die es möglich machen, dass wir uns heute Abend hier treffen können. Dazu gehören, und darum seien Sie auch wirklich als erstes noch einmal genannt, die Stipendiatinnen und Stipendiaten unseres rheinland-pfälzischen Künstlerhauses Balmoral, natürlich die Leiterin, Frau Dr. Perrier, natürlich der Kurator, Herr Dr. Jonas. Dazu gehört aber auch der Vorsitzende des Fördervereins von Balmoral, Herr Zimmermann. Schön, dass Sie alle da sind und schön, dass Sie auch diese Kunsthalle heute Abend mit Leben erfüllen und, wie Herr Höhne gesagt hat, die Leiterin Frau De Ligt mit so viel Gelassenheit heute Abend hier einfach mal als Zuschauerin sitzen lassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, dass wir nahezu, glaube ich, alle Künstler, die zu der Ausstellung Beiträge geleistet haben, hier begrüßen dürfen. Und ich hoffe, dass Sie sich auch schon beim Eingang ein bisschen hier mit der Performance von Brandstifter, dem Rauschgift Engel Lux, etwas vorweihnachtlich sozusagen vorweggenommen haben, einstimmen lassen. Frau Dr. Perrier, künstlerische Leiterin des Künstlerhauses Schloss Balmoral und ich, der hier die Umsetzung der Ausstellung oder mich um die Ausstellungsumsetzung gekümmert haben, haben uns überlegt, dass wir anstelle einer Einführung im üblichen Sinne mit einer ausformulierten Rede eher auf das Terrain bewegen wollen, über die Ausstellung miteinander ins Gespräch zu kommen. Gefunden auch eine Installation mit einer Percussion-Situation. Die Sie nachher noch nach der Eröffnung erleben werden. Also da geht es sozusagen darum, dass das Alltägliche hier im Museums- oder Ausstellungsraum zu nobilitieren, aber genauso gut auch das Ästhetische zu trivialisieren. Brandstifter sagen, dass die Arbeit der Asphaltbibliothek mit den Fundzetteln, die er in New York gesammelt hat und hier sozusagen ein Tableau zusammengeführt hat, natürlich auch sehr viel oder ausschließlich mit der Straße zu tun hat. Gibt es ja auch eine Bibliotheksordnung, da drückt sich auch aus, und das ist mir eigentlich wichtig, wie ein Künstler auch vor Berufe sozusagen oder vor Studien
in den eigenen künstlerischen Bereich hineinsieht. Denn Brandstifter hat Jura studiert und auch Musik, und beide Elemente lassen sich auch darin wiederfinden. Ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt. Genau so wie es wichtig ist und uns wichtig ist zu zeigen, wie sehr ein Stipendium, ob er jetzt an einem fremden Ort oder eben als Anwesenheitsstipendien, auch das Werk beeinflusst. Gut, wir lassen das Regal oder die Regalinstallation mal gerade im Moment außen vor, weil wir darüber eine ganze Klammer finden im nächsten Raum, wenn ich mal springen darf jetzt. Der zweite Raum mit Arbeiten von Ilka Meyer, der Regalarbeit, an der Sie sich entscheiden mussten, links oder rechts vorbeizugehen. Die Arbeiten, die Bleistiftzeichnungen oder Grafikzeichnungen von Laura Bruce und die großen Malereien von Brigitte Mahlknecht sind dort sozusagen unser zentraler Raum. Aus dem Stockwerk machen mit Björn Franke, die zwei haben intensive Gespräche gehabt und die Werke sind sehr unterschiedlich, aber Björn Franke macht eine Arbeit, in der die Maschine sozusagen den Menschen mitbestimmt. Er nennt es Posthuman Futures, und Sie werden oben sehen, dass es auch manchmal mit Zeichnungen zu tun hat. Und diese Zeichnungen erinnern an wissenschaftliche Traktate des 18. Jahrhunderts. Damit sind wir zurück im Raum mit den Zeichnungen von Laura Bruce, die wesentlich geerdeter ist. Wobei die Bäume so groß sind, dass man im Verhältnis zu den Häusern, dass man auch das Gefühl eines U-Gewächses hat, oder unter Umständen umgekehrt einer postatomaren Situation. Ilka Meyer hat ein ausgesprochen architektonisches Element in den Siebdrucken. Dort geht es um eine gestapelte Arbeit, die der hier realisierten Installation insofern ähnlich ist, als auch hier durch Addition von Elementen eine Struktur geschaffen wird, die das Regal zweckentfremdet und gleichzeitig aber auch zu einer Intervention im Raum macht, um Korrespondenz zu sehen zu dem Industrieregal, dem kleinen Regal mit diesen Einwüchsen, sage ich mal, mit den skulpturalen Einbringungen hier, die Fleig vorgenommen hat. Bei Lieke Snellen am Eingang, das Mittelstück auch als Sockel auf eine bewegliche Skulptur ist. Und das hat bei ihr damit zu tun, dass sie die Skulptur als vom Körper ausgehend betrachtet und in Bewegung sieht. Und bei Sanchez, was ist ein Bild? Und er reduziert in dieser großen gestapelten Arbeit das Bild auf seine Verpackung und die Farbe auf die Farbe des Papiers, des gemalten Papiers, weil Farbe letzten Endes auch hier ein Schutz gegen das Verrotten ist. Und diese Auseinandersetzung schöpft er ja von BMBT. Und vielleicht nur noch ganz kurz, damit wir sie nicht vergessen, die drei Künstlerinnen, die mit Film sich befassen, Kerstin Schrödinger, Caroline Meunier und Aurelia Mihai, die alle mit einer Inszenierung der Szene oder des Filmes, wo wir uns jetzt trennen, möchte ich mich bei Justus und bei seinem Team sehr herzlich bedanken. Uns bleibt. Ja. Wären Sie so lieb, please all artists, could you come here? So das uns einen Transport ermöglicht hat, und auch der Firma Schulte Systembau, die
hier ein privates Sponsoring eingebracht haben. Ich möchte noch ganz wichtig darauf verweisen, auf die noch anschließenden Performances, beziehungsweise auf jeden Fall die Performance, die in etwa einer halben Stunde nach der Eröffnung starten wird, nämlich auf die Arbeit. Genau. Gilbert Kuhn spielt auf der dort hinten aufgebauten Anlage von Gilbert Kuhn.